Hallo Leute, ihr seht richtig, Post hat mich erreicht, also Zeit für ein Unboxing. In dem neuen Paket, ist gerade eben eingetrudelt, ist ein Kleinanzeigendeal drin. Der hat mich inklusive Versand 30 Euro gekostet. So viel zu der Geschichte. Es ging um Transformers bei dem, wo ich angeschrieben habe. Ich wollte einen Target Master Scourge dort kaufen. Der ist leider nicht mehr da gewesen. Das war sehr traurig. Die Anzeige war sozusagen dann raus. Aber er hatte noch Reste, ne? Zubehörreste und Kleinkram, noch eine Figur. Und da sprachen wir so hin und her. Und er zeigte mir eine ganze Menge Stuff. Und dann haben wir uns dann auf 30 Euro inklusive Versand geeinigt. Ob es sich gleich gelohnt hat, sehen wir gleich. Ich schwenke in eine andere Kamera um. Da ist nun das Paket, schön von oben. Jetzt schneiden wir es auf. Ich glaube, das ist der einfachste Weg für uns, dass wir das komplett sehen können. Und das ist viel Kleinkram, damit man das auch besser als nach vorne zu zeigen. Och, was ist das denn? Das ist ja nicht schön, dieses ganze Zeug. Da muss ich mir mal ganz kurz nicht, das ist jetzt nicht so geplant, einen zweiten Karton zur Seite nehmen. Zum Glück habe ich hier auch noch einen liegen, dass ich vorsichtig mal dieses Zeug zur Seite nehme. Ihr seht, das ist alles nicht so geplant. So, hier haben wir eine Kiste, da ist was drin. Wunderbar. Hier ist auch was drin. Da haben wir noch eine Box. Da ist was drin. Und hier ist auch was drin. Das war es auch schon. So, dann nehmen wir den Kram komplett weg. Ja, das ist nervig. Aber ihr seht, so ist es dann mal. So, wir sehen hier vier Boxen. Ich muss mein Messer haben. Und dann sehen wir mal, was wir da drin haben. So, fangen wir an mit der Karte. So, da ist drin erstmal einen guten Empfang und für die Zukunft alles Gute. Okay. Okay. Ja, danke schön für die Gruß. Für den Großen. Habe ich auch noch nicht gehabt in einer Anzeige. Gut, nehmen wir gleich mal hier. Das ist eine Figur, die war dabei von Transformers. Die sah auch recht gut aus. Ach, komm, mit Messer. Hoffen wir mal, dass alles so dabei ist. Wie gesagt, das ist eine ganze Menge Sachen gewesen. Ob sich diese 30 Euro lohnen, werden wir dann auch sehen. Und ihr könnt das schon fast ahnen. So, da ist nichts weiter drin. Das ist Müll. Ja, und es ist ein Seacon. Und Zubehör. Also hier haben wir einmal einen Seacon. Den verwandle ich mal richtig. Na, können wir hier, zeige ich hier schön in die Kamera. Ja, der sieht auch richtig gut aus. Der Aufkleber ist gut. Hier sind keine Aufkleber drauf. Hier kommt normalerweise, glaube ich, das Decepticon-Logo. Und dann verwandeln wir ihn mal, um zu sehen, ob er vollständig ist. Ja, hier ist der Kopf. Füße machen wir nochmal. Umdrehen. Dann haben wir nämlich das Ganze so. Die klappen wir nach hinten. Da könnt ihr sehen. So, jetzt habe ich natürlich jetzt ein bisschen anders gemacht. Hier ist das Maul, sieht ganz komisch aus. Eben halt ein Seacon, richtig cool. Ja, also der sieht auch richtig top aus, richtig top Zustand. So, wandeln wir jetzt nochmal zurück. Gar nicht so einfach. So, mit der Kamera hier, der Schwanz kommt über den Kopf. Der Kopf hier wird entsprechend zurückgedreht. Flügel umgeklappt, zurück, und dann haben wir hier diesen
füßigen Rochen. Richtig cool, richtig klasse. So, stellen wir mal dahin. Kann man hier sehen. Und ihr seht, das ist hier schon Zubehör von PiranhaCon, von dem die beiden Füße. Ne, die gehören dazu, zu dem großen. Und hier haben wir die linke Faust. Und den, na, wollen wir mal sich der Kopf. Richtig cool. Richtig cool. Das ist auch richtig toller Zustand. Kann ich echt nichts gegen sagen. So, fangen wir damit an, ne? Mit dieser Box. Schneiden wir auf. Und da seht ihr auch eine ganze Menge Zubehör. Und es ist nicht nur Transformers da drin. Es ist auch Mass da drin. Und deswegen, ich weiß nicht, wofür für alles ist. So, hier mache ich mal die Box lassen. Na, kann ich das Tesafilm hier auch abziehen. Dann kann ich nämlich die Box benutzen, um das Zubehör wieder reinzutun. Das ist auch Müll. So, hier haben wir dann das Zubehör, wo ich dann das Zubehör reinpacke. So, das weiß ich auf jeden Fall, wozu das gehört. Dieses ist eine Waffe. Und zwar, die kann man hier zusammenstecken. Und es ist die Waffe, die hier hin zu ihm gehört. Hier vorne rein. Seht ihr das? Richtig geil. Vollständig top. Das steht da nicht. Und was ich auch sehe, hier ist das andere, die andere Faust von PiranhaCon. Und das hier gehört zu einem Ständer, also es gibt so einen Standfuß für diese Figuren. Und das ist ein Teil davon. Kann man auch als Waffe benutzen. Ich weiß nicht, wie es sonst gedacht war, aber man kann die über einen Standfuß eben halt ja, aufstellen. So. Was haben wir hier? Eine Klappe. Ich kann sie nicht zuordnen. Ich werde das auch entsprechend dann ein Foto machen. So, das sieht aus. Es soll auch viel vom Mass sein. Das sieht nach einer Konsole aus. Hier könnt ihr sehen. Richtig interessant. Also wie gesagt, ich fand es für 30 Euro ist das ein interessanter Deal, weil man das haben kann. So, das ist auch... Hier ist ein kleines Cockpit. Sieht so ein bisschen aus wie Zoids. Hier könnt ihr sehen, Cockpit. Ich weiß aber nicht gerade, wozu das gehört. Wird sich zeigen, werde ich alles auch rausfinden. So, hier haben wir zwei Raketen. Kann auch vom Mass, kann irgendwelche Fahrzeugen sein, das weiß ich nicht. Oder auch von Transformers, das werde ich alles noch rausfinden. Und ich werde euch am Ende Bilder einblenden dann, wo ich zeige, wozu die gehören. Also so ein bisschen mit auseinandergenommen. So, hier ist auch so ein Arm. Das sieht aber wirklich aus, dass das von Zoids stammt. Das heißt, das könnte von Zoids sein. Obwohl hier ist so ein komischer Greifer. Das sieht mehr wie so ein Arm aus. Genau weiß ich es nicht. Das passt ganz gut zu dem. Hier ist eine Kanone. Interessant. So, das hier ist von Mass, vom Adventure Pack, vom Rucksackteil, glaube ich. Ja, ein bisschen vorangelaufen hier durch die Zeit, das ist aber noch ganz in Ordnung. Ähnlich wie das hier, das müsste auch zu einem Adventure Pack gehören. Kann man auch rausklappen, die Waffe, glaube ich. Hier, ja. Das kann man dann auf die Figur, ist wie so ein Tauchanzug. Genau, zu wem weiß ich nicht, zu wem es gehört. Auch interessant. Ihr seht, das ist echt spannendes Material. So, dann haben wir jetzt noch diese Box. Da ist auch noch voll. Also auf jeden Fall, finde ich, hat sich's gelohnt, denn es ist ja auch viel Zeug drin, was man brauchen kann, zum Tauschen. Das macht es für mich sehr interessant eben halt. So, und ihr seht hier, wow. Jetzt muss ich, warte mal, ist geklappt. So, hier ist noch ein bisschen. Und ihr seht, hier ist auch noch Stuff drin. Das gucken wir uns jetzt gleich an. Ich werde ein bisschen mal kurz die Sachen zur Seite schieben, damit wir uns das ein bisschen besser angucken können und ihr nicht so viel Stuff seht, was hier ist. Wir werden alles noch mal genauer nehmen. So, und hier seht ihr auch eine Anleitung von PiranhaCon oder von
in dem Sinne von C-Wing, wie er heißt. Das ist so eine allgemeine Anleitung. Also das, da gibt es nicht viel. Ne, Piranha, die ganzen Informationen, wie es verwandelt wird. Das ist, beziehungsweise es ist die Piranacon-Anleitung, die bei C-Wing dabei sei, ist. Also er hier, die war bei jedem zusätzlich dabei. Ja, aber nicht schlecht. Könnt ihr sehen, ich zeige euch das, richtig coole Sachen dabei. Hier ist auch noch mal ein Adventure Pack Teil von Mask, richtig cool. Auch das Bravestar Gewehr, geil. Hier, keine Ahnung, hier ist eine Schraube drin. Das kann ich jetzt nicht einordnen, wo es hingehört. Hier sehen wir einen Starcom Bösewicht. Hier ist die Hand leider beschädigt, ist auch sehr mitgenommen, hat einen Magneten unter. Nicht schlecht, hab noch gar keinen davon, hab ein paar von den Helden, richtig cool. Einen Polizisten, so Mini-Polizisten, auch richtig cool. Ja. Und hier richtig cool. Ach, Masken vom Mask sind hart, leider, das merkt man. Die würde ich auch nicht aufsetzen, aber so zum Hinstellen sind die gut. Gucken wir uns mal die Figuren an. Ich habe die Namen jetzt nicht alle drauf. Ah, das ist nicht schön. Hier hinten ist irgendwas ausgelaufen oder irgendwas an Zeug gewesen hier bei der Figur. Das muss ich mal sehen, ob man das irgendwie abkriegt. Auf jeden Fall. Ansonsten einen schönen Zustand. Keine Ahnung, was das ist. Ob es irgendwas Verlaufenes ist oder ob es nur was klebt ein bisschen. Kann auch Kaugummi sein. Es gibt ja welche, die besser machen, aber die Figur ist sonst ein bisschen ausgeleiert, aber sonst schön, noch von der Kolorierung sehr, sehr schön. Genauso wie ein Sly Rex von Piranha, der sieht richtig gut aus, die Figur ist richtig top. Also da kann man echt nichts sagen. Und hier haben wir auch noch einen, die Figur ist auch sehr, sehr schön. Man merkt das Alter, das Ganze, hier, der ist auch top. Und das kam noch zusätzlich, wurde mir das sozusagen angezeigt oder gegeben. Das war es eben halt dabei. Hier auch nochmal zwei Waffen, die zu einem Adventure Pack gehören. Von Mask. Richtig cool. Und ihr seht Masken, ne? Das ist richtig cool. Also hier eine Maske zu Rhino, weiß ich. Die Figur ist jetzt nicht dabei. Das ist die von Sly Rex. Die ist kaputt, die sind auch hart. Also ich will da gar nichts sagen, die würde ich nie aufsetzen. Die würde ich mir auch so nur hinstellen. Weil sonst gehen die noch weiter kaputt. Die ist etwas weicher, aber auch nicht schlecht. Die Maske, die gehört wahrscheinlich zu dem hier. Keine Ahnung, das müsste ich rausfinden, aber top. Also wirklich klasse. Und hier haben wir noch eine Maske. Auch richtig cool. Richtig cool. Masken sind sowieso schwer zu bekommen. Und auch noch ein Sticker-Sheet von Transformers. Und zwar von Snaptrap, von dem Anführer der von den Anführer der ganzen Figuren müsste das sein. Ist hier eine Nummer drauf. Also, nee, hier ist jetzt keine Nummer zur Sicherheit. Das Interessante ist eben halt, hier oben beim Sticker-Sheet. Zeige ich das richtig? Da seht ihr eine Nummer immer bei. Und über diese Nummer könnt ihr identifizieren, zu welchem Transformer dieses gehört. Und das müsste zu dem Anführer von den Decepticons gehören, zu Snaptrap. Richtig cool, den überhaupt ganz zu haben. Richtig klasse. Ja. Das war nur Schutz. Und ihr seht jetzt. Na, das weg. Zeige, so wollen wir deine Kamera ein bisschen näher drauf bringen. Und ihr seht, den ganzen Lot gab es für 30 Euro und ich muss sagen, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das war jetzt ein etwas anderes Unboxing. Wie ihr seht,
Das sind ja meine 30 Euro. Ich finde, das hat sich wirklich gelohnt. Das sind richtig tolle Teile. Ja, ich werde das ein bisschen sortieren und dann nochmal einzeln einblenden, zu was das gehört. Also sprich mit Fotos. Ja, ansonsten, das soll es gewesen sein für heute. Ja, es hat mir Spaß gemacht, das mal auszupacken. Das war mal was wirklich anderes. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ein Like, ein Abo, ein Kommentar möchte ich von euch. Was sagt ihr dazu? Hat sich das gelohnt? Und ja, wie findet ihr das? Ne? Also, ne, dranbleiben und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! Beim Schnitt habe ich mir überlegt, alles noch einmal zusammenzufassen. Die Transformers-Figur C-Wing von den Seacons ist komplett mit seiner Waffe. Lediglich von seinem Stativ oder Ständer ist nur das Mittelteil vorhanden. Weiter waren die Combiner-Teile von Piranacon dabei. Der Kopf in einem sehr schönen Zustand, die Füße und beide Fäuste. Diese lagen eigentlich Snap-Trap bei. Die Figur habt ihr ja nicht gesehen, aber das komplette Sticker-Sheet ist vorhanden. Und dann gab es noch die Anleitung, wie man Piranacon zusammenbauen konnte. Bei Mess gab es 3 Figuren und 4 Masken, sowie viele Teile aus den Adventure Packs. Hollow McLean vom Sea Attack kam ohne Maske, aber dafür waren die Taucherflaschen dabei. Wie ihr gesehen hattet, klebten an Hondos Rücken Zuckerreste von einem Bonbon oder einem Lolli. Das habe ich ja lösen können, indem ich Hondo ein langes Bad in lauwarmem Wasser gegönnt habe. Glider Strike mit Jacques Lafleur. Da fehlen leider die Seitenflügel, aber die Figur hat seine Maske. Dann gab es den Racing Arena Rucksack und die Maske von Maximus Mayhem. Sly Rex kam mit Maske und dann gab es noch die Maske von Alex Sector, die von Rhino, dem Truck stammen könnte oder eben halt aus dem 2-Pack. Weiter gab es die Konsole von dem Fahrzeug Slingshot. Vom Marshall Bravestar war das Gewehr dabei. Aus der Toyline Starcom habe ich hier den Shadow Force Roboter Corporal Argon 6. Die blaue Kanone gehört zum MB-Brettspiel StarQuest zum Add-on Einsatz Dreadnought. Dieser Greifarm gehört zur Galaxy-Reihe des Super Transformers Set aus dem Hause Simba. Er liegt auch dort in anderen Farben teilweise bei. Die letzten 3 Teile konnte ich nicht wirklich identifizieren. Das schwarze Cockpit könnte zu Simba Toys ebenfalls gehören, zur Galaxy-Reihe, aber auch zu Zeus. Dieses Teil sieht aus mehr wie eine Tür oder eine Rampe, aber genau weiß ich es leider auch nicht. Diese 2 grauen Raketen kann ich leider überhaupt nicht zuordnen. Ich dachte erst, sie gehören zur Mask, aber leider nicht. Und deshalb, wenn ihr es wisst, schreibt es mir bitte in die Kommentare und helft mir bei der Identifizierung. Vielen Dank schon mal. Und danke fürs Zuschauen.